Also, wie man uns helfen kann, wir haben halt ehrenamtliche Gassigeher und Katzenstreichler. Für die Gassigeher braucht man halt eine Schulung, die ist alle 2 Wochen dienstags. Wir haben Praktikanten da, haben auch immer gerne generell ehrenamtliche Hilfe bei den Katzenstuben und bei den Kleintieren. Wir haben ja natürlich, klar, die Festangestellten und die Azubis, aber da haben wir halt momentan keinen, also wir suchen niemanden zum Einstellen. Und ansonsten auch bei diesen ganzen Aktionen, so wie jetzt zum Beispiel der Ostermarkt, ist die ehrenamtliche Hilfe immer ganz toll. Auch selbst wenn man nur Flyer verteilt oder Kuchen backt oder sonstiges. Meistens kommen die erstmal vorbei, schauen sich das Tierheim an, lassen sich beraten, wollen natürlich einige Fragen beantwortet haben. Dann werden sie Mitglied, das sind 25 Euro im Jahr. Und dann können sie ganz normal zu unseren Zeiten kommen und Katzen streicheln. Und dann ist es natürlich für uns sehr hilfreich, weil wir können nicht den ganzen Tag in der Katzenstube sitzen und die Katzen streicheln. Und deswegen ist es immer ganz nett, wenn das jemand anders macht. Und sie machen halt gerne. Bei uns ist es so, dass wir seit über einem Jahr jetzt eine Gassigeh-Schulung haben. Das heißt, alle 2 Wochen ist eine Gassigeh-Schulung, da wird ein praktischer und theoretischer Teil gemacht. Wir schauen uns die Leute dann an. Es ist ja nicht jeder fähig, mit jedem Hund zu gehen und wir können auch nicht jedem Menschen jeden Hund geben. Im Tierheim sitzen nun mal einfach Problemhunde. Und wenn dann draußen was passiert, ist das jetzt nicht so toll. Also sie kommen dann halt her an dem Dienstag. Dienstags ist es immer. Dann wird alles erklärt, die Regeln, wie die Hunde rausgegeben werden, wie sie sich verhalten müssen. Und dann ist draußen nochmal ein praktischer Teil, damit sie einfach wissen, wie hält man einen Hund, wie regelt man Problemsituationen, wenn sich 2 Hunde entgegenkommen. Genau, und man müsste halt auch vorher dann diese Mitgliedschaft ausfüllen.